Aiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Drakensang. Ja, wir befinden uns immer noch in der Gruft in Talon. Wir müssen dort noch ein paar Dinger klären. Deswegen machen wir jetzt erstmal die Holztür hier auf. So. Oh, da war auch noch eine Falle. Orgrim. Die hat natürlich keiner entdeckt, diesmal die Falle. So. Diesmal machen wir es richtig und laufen etwas zurück. So können wir nämlich den Kampf eröffnen. Ich versuche mein Bestes. Sanya. Ja. Na klar. So. Komm schon. Nicht einfach hier die Leute umhauen. So, das war die. Die droppen nicht mal was. Nur ein paar rostige Haubenmesser und das war's auch schon. Candidus. So, Gladys macht deine Wunde weg. Wir holen aus dem Steinsack das zweite Fragment. Tagebuchs. Mal sehen, was steht hier. Tagebuch von Xindan Einrich, 10. Raja, 1927, Prosperas Fall. Die Arbeit an meinem Ring der Astralmacht geht gut voran. Er kann astrale Kräfte schon recht lange speichern, aber um meine Studie der Nekromantie weiter voranzutreiben, werde ich sowohl sein Fassungsvermögen als auch seine Wirkungsdauer noch erhöhen müssen. Einer der Geweihten des Prinzen, ein gewisser Meridin, hat mich dabei ertappt, wie ich nächstens mein Labor aufsuchte. Ich fürchtete schon, ihn töten zu müssen, doch er schien keine Abscheu vor dem zu empfinden, was ich tue. Im Gegenteil, er schien beinahe fasziniert davon. Wie ich herausfand, trat er nicht ganz freiwillig dem Perrainorden bei, sondern wurde von seiner Familie auf diesen Lebensweg gedrängt. Tagebuch von Xindan Einrich, 11. Raja. 1927, Prosperas Fall. Geweihter Meridin hat mich von sich aus noch einmal in meinem Labor besucht und hat ein interessantes Angebot für mich. Er scheint ein ganz und gar weltlicher Mann zu sein und hat sich bereit erklärt, mir ab und zu Artefakte aus dem Schatz des Heiligtums gegen Bezahlung zu beschaffen. Vielleicht ist ja etwas dabei, was mich in meinen Studien voranbringen könnte. 29. Reihe. Die Götter verflucht sollen sie sein. Niemals hatte ich vor, für meine Studien zu töten. Keine der Leichen, die ich je verwandt, entstammte jemals meinem Zutun. Aber nun haben die 12 mir einen grausamen Streich gespielt. Meridin war wohl etwas unbedacht bei seinen Diebereien und ließ sich von einer leider nur allzu frommen Perreingeweihten mit Namen Hesperia bis zu meinem Labor verfolgen. Sie hätte die Prioten informiert, alles wäre aufgeflogen. Meine Studien, der Ring, meine Dana, ich hätte alles verlieren können. Ich habe Meridin befohlen, die übereifrige Geweihte in einer der vielen Höhlen neben meinem Labor zu verscharren. Der Abt und der Bürgermeister waren misstrauisch. Gestern haben sie mich besucht und mich zu Hesperias Verbleib befragt. Ist es rechtens, dass ich den beiden zürne, mich zu verdächtigen, nur weil ich ein Fremder in der Stadt bin?
Immerhin habe ich Sie ja wirklich auf dem Gewissen. Sie haben jedoch aufgehört, Fragen zu stellen, als ich Sie daran erinnert habe, wer denn Ihre Äpfel weit über den Kosch hinaus berühmt gemacht hat und wer einen nicht unerheblichen Teil für die Instandsetzung des Tempels benötigte Summe gespendet hat. Mhm. Okay, wir haben hier noch den vierten Teil. Besorgen wir uns erstmal den dritten Teil. Wir wissen, hier ist eine Holztüre und hier ist eine verschlossene Türe mit jemandem dahinter auf jeden Fall. Gehen wir aber erst einmal in diesen Raum hier. Ich hoffe, wir sehen dieses Mal die Falle. Alles klar. Sanja. Irgendwie nicht. Was wollten wir dir eigentlich noch? Ach ja, ausweichen. Für ausweichen brauchst du noch Eingewandtheit. So. Ja. Du hast genug Konstitution jetzt für einmal Ausdauer. Gut. Hi. Lass das mal Vorgrim machen. Ja, und den beiden würde ich gerne noch Schildkampf 3 beibringen, auf jeden Fall, wenn wir hier raus sind. Sanja. Ich erhöhe aber mal, ihre Sinnesschärfe ist die höchste, nicht wahr? Ja. Erhöhe ich mal die Sinnesschärfe. Okay, die Tür hatte keine Falle. Oder ich habe sie schon entfernt und weiß es gerade nicht mehr. So, Skelette. Für Ardo bei Angroschs Bart. So. Ihr macht höchstens die kleineren Skelette auf euch aufmerksam. Sonst wird's hier böse. Ja, das sieht immer noch komisch aus, dass der gezielte Stich bei Zwergen nur keine Animation zu haben scheint. Oh, ein Fass. Dukate, Hehler, Klugheitselixier und Seife. Und hier haben wir das nächste Fragment. Und einen Flachmann. So, was steht hier? Oh, das ist nicht mal lang. Tagebuch von Xindan Einrich, 7. Boron 1927. Diese Seite ist kaum noch zu entziffern. Es scheint fast, als hätte der Schreiber sie im Fieber verfasst. Zwischen all den Tintenflecken und unverständlichen Diagrammen gibt es nur wenige Fragmente, die du entziffern kannst. Hat die Beschäftigung mit dem Ring all meine anderen Studien? Hier hört der Satz auf. Wenn er erst einmal seine volle Kraft entfaltet. Dana sagt, ich verbringe zu viel Zeit im Labor. Wahrscheinlich hat sie recht, aber ich bin so kurz vor einem Durchbruch. Kann ich mehr Diener gleichzeitig am Leben erhalten als je zuvor? Neue Entdeckung gemacht.
Meridil lange nicht gesehen, war gestern da und hat mir von Zwergenturm erzählt. Vielleicht finde ich dort geodische Artefakte, die mir helfen können, aber noch nicht jetzt. Der Abt scheint wieder misstrauisch geworden zu sein. Der Ring Blaue Keuche hat diesen Winter viele Opfer gefordert. Totengräber kamen ihrer Arbeit nicht nach. War mir ein leichtes in der Nacht noch mehr frische Körper. Mhm. Tagebuch funktionieren dann Einricht, dritter, vier und... Oh, wir sind dann im nächsten Jahr schon. Ja, 1928. Dritter, vier und 1928, Bosporas Fall. Dana ist schon wieder am Dumpfschädel erkrankt. Ihr Gesundheitszustand macht mir allmählich Sorgen. Also Dumpfschädel ist das schwarze Auge-Pendant zum grippalen Infekt. Also einfach eine schwere Erkältung. Wenn daraus dann eine blaue Keuche wird, also eine Lungenentzündung, dann ist schlecht. Ja, ihr Gesundheitszustand macht mir allmählich Sorgen. Warte, stand da nicht sogar was von der blauen Keuche? Ja, genau. Blaue Keuche hat diesen Winter viele Opfer gefordert, also Lungenentzündung. War sie schon immer so kränklich? Ich weiß es nicht mehr. Habe ihr Medizin gebraut, aber sie scheint kaum zu wirken. Sie hat behauptet, sie würde schneller gesunden, wenn ich mehr Zeit bei ihr verbringe. Sie ist so sentimental. Was sollte man denn neben mit ihrer Gesundung zu tun haben? 27. Firun. All meinen Künsten zum Trotz liegt Dana jetzt mit der blauen Keuche im Krankenbett. Widerwillig habe ich einen Physikus aus Ferdok herbestellt, der sich um sie kümmern soll. Im Umfang meiner Studien ist mir kaum noch Zeit, mich selbst um sie zu kümmern. Der Ring ist mittlerweile in der Lage, ungeheure Mengen astraler Energie an sich aufzunehmen. Wenn ich all diese Kraft in einen Heilzauber stecken könnte, wäre das vielleicht dazu imstande, die Krankheit aus ihrem Körper zu verbannen. Aber dazu sind mehr Studien notwendig. Fünfter Zahn, 28. Also wir sind schon im nächsten Monat. Sie ist vor 2 Tagen gestorben. All mein Wissen und meine Macht waren nicht in der Lage, sie zu heilen. Ich war noch nicht einmal da, als es passierte. Ich war zu sehr damit beschäftigt, meine Variante des Skeletarius zu perfektionieren. Sie ist allein gestorben, allein und verlassen. Verflucht sei meine Seele. Ich hätte bei ihr sein sollen. Ja, achter Zar. Ich habe die große Gruft in Talon gekauft, um Dana würdig zu bestatten. Am liebsten würde ich sie bei mir im Haus behalten, bis ich eine Möglichkeit gefunden habe, sie zurückzuholen. Nur bezweifle ich, dass das hier jemand verstehen würde. So, die Tür zu Danas Grab ist nicht abgeschlossen. Diese Gittertür jedoch ist verschlossen. Na klar. Und kann auch nicht geknackt werden. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich in Danas Gruft den Schlüssel finden. Unfink? Bist du das? Ich habe solche Angst. Naja, wir finden erstmal die Jamsüßen. Beruhig dich, Mädchen. Ich bin hier, um zu helfen. Du bist doch Niam. Deine Mutter und der Kaufmann Eirich schicken mich. Was ist hier geschehen? Du bist sicher, dass gehört, dass den Kaufmannssohn den Kopf verdreht hat. Wo steckt denn nix? Los, rede. Bist du Niam? Ja. Meine Mutter, wirklich, den 12. sei Dank. Bitte, ihr müsst Ulfing helfen. Er ist noch ganz tief unten in der Gruft. Da sind plötzlich überall die Leichen aus ihren Gräbern gekrochen. Dann hat Ulfing mich durch die Gitterpforte gestoßen und mir gesagt, ich soll hervorlaufen und Hilfe holen. Doch ich habe mich in meiner Angst verlaufen und musste mich hier vor diesen lebendigen Schrecken verstecken. Ich flöre an, ihr müsst ihm helfen. Es könnte jeden Augenblick zu spät sein. Keine Sorge, wir werden deinen Liebsten finden, aber erzähl mir doch erst einmal, was hier überhaupt geschehen ist. In der anderen Gruft sagst du, gut, ich mach mich sofort auf den Weg. Hör auf zu heulen, ich werde das andere Gür schon noch finden. Erzähl mir erstmal. Zu spät, Preis stehe uns bei, da kommen sie. Tür geht zu. Und da kriechen sie aus ihren Löchern. Sanja. Ja. Meint ihr? Sprich, Freund. Du beschwör mal die hilfreiche Tatze. Du fackel den mal ab. Lass das mal.
Folgen, Candidus. Vampir. Alles klar. Oh, du hast gerade keine Munition mehr. Dann nimm frische Bolzen. Attacke. Ich versuche mein Bestes. Da ist noch eins auferstanden.